haben. Die ARD möchte über das Patentamt Österreich die Löschung unserer Marke auf 1 erwirken. Nachdem man uns, also auf 1, das alternative, unabhängige Fernsehen, monatelang medial verunglimpft, attackiert, diskreditiert hat, hat man sich dann seitens der ARD dazu entschieden, uns auch über einen Markenrechtsstreit anzugreifen, zu vernichten. Und das bringt die sogenannte Antifa auf den Punkt, wenn sie jetzt in Vorträgen verlockt, ja, das wird auf 1 finanziell fertig machen, das können sie sich nicht leisten, ein solches Verfahren. Und sie werden ja gar keine Verteidiger finden, die sie in so einem Prozess verteidigen werden. All dem widersprechen wir heute. Dank unserer treuen Zuseher können wir ein solches Verfahren in der gebotenen Ernsthaftigkeit führen. Und ich bedanke mich bei allen Spendern, die dies ermöglicht haben, die diesen Rechtskampf ermöglicht haben. Wir haben hervorragende Anwälte gefunden, genau genommen sogar 6 Anwälte, jeder ein Fachmann auf seinem Gebiet. Und wir haben eine geballte Antwort beim Patentamt Österreich eingebracht. Die ARD-Gruppe mit dem ZDF angeschlossen, hat in diesem Jahr erstmals ein Budget von über 10 Milliarden Euro Zwangsgebühren und Steuergeldern zur Verfügung. Das sind 10.000 Millionen. Und mit diesem Budget wollen sie nicht nur eine völlige Gleichschaltung der öffentlichen Meinung erreichen, sondern auch Kritiker und alternative Medien vernichten. Dieses Budget wird dazu eingesetzt, gegen uns vorzugehen. Aber wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Und es zeigt ja nur, dass die alternativen Medien insgesamt eine ganz hervorragende Arbeit gemacht haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir der Globalisten-Clique ein Dorn im Auge sind und wir müssen diese Arbeit auch weitermachen. Ich bedanke mich bei unserem starken und mutigen Anwaltskonsortium, das heute mit mir diese Pressekonferenz abhält, die großartige Arbeit geleistet haben und die hier der ARD und dem Patentamt einiges zu kauen geben werden. Die juristischen Vorwürfe, das kann ich schon vorwegnehmen, sind allesamt haltlos. Und das werden nun unsere fachkundigen Juristen im Detail weiter ausführen. Ich danke, dass Sie heute hier sind.